Das Studieren wird immer internationaler. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Deutschland ist mittlerweile zu einem der wichtigsten internationalen Länder für Studierende geworden. Weltweit belegt es den dritten Platz für internationale Studierende hinter den USA und hinter England. Wahrscheinlich wollen die meisten nach USA oder England, um dort ihr Englisch zu verbessern. Woher kommen die meisten internationalen Studierenden, wenn sie nach Deutschland kommen? Wir sehen, die meisten kommen aus den großen Volkswirtschaften Indien und China. Hier sind besonders spezialisierte Berufe bzw. Studiengänge, wie oft zum Beispiel die Raumfahrtwissenschaft. Aber wir sehen auch einige, sagen wir mal, Migranten, die hier viel sind, wie beispielsweise Syrer. Auch Studierende aus Südeuropa wie Italien gibt es oft in Deutschland, die hier vielleicht eine bessere Berufsperspektive suchen. Man erkennt, dass viele internationale Studierende nach Deutschland kommen, um hier zu bleiben. Vielleicht wollen sie ihre Lebenssituation verbessern. Fast die Hälfte aller internationalen Studierenden bleiben auch 10 Jahre nach ihrem ersten Aufenthalt noch in Deutschland. Neben den internationalen Studierenden, die sagen wir mal zum Beispiel für einen ganzen Bachelor oder einen Master hierher kommen, gibt es noch die Austauschprogramme. Innerhalb von Europa nennt man dies zum Beispiel Erasmus. Oft bleiben diese Personen ein Semester oder 2 Semester. Schauen wir uns diese mal näher an. Deutschland gehört zu den beliebtesten Ländern für Erasmus-Studierende. Es steht an der zweiten Stelle vor Spanien. Warum sind hier so viele Erasmus-Studenten? Ich denke, es liegt an der guten Infrastruktur, der Sauberkeit und natürlich der guten Arbeitsmarktsituation. Man sieht, dass allerdings in Spanien die meisten Studierenden hin möchten. Wenn man nun in Deutschland ist, fragt man sich, woher kommen die meisten Erasmus-Studenten? Meiner persönlichen Erfahrung nach, und ich habe viel mit Erasmus-Studenten gemacht, kommen die meisten aus Südeuropa, das heißt Italien, Spanien und Griechenland. Viele Erasmus-Studenten kommen aber auch aus dem Norden, wie beispielsweise Finnland oder Schweden. Manche kommen auch aus Polen. Nur wenige kommen aus anderen Ländern. Viele Austauschstudenten kommen auch aus Asien, besonders viele kommen aus Südkorea. Interessant ist, dass man viele aus bestimmten Ländern eher nicht findet. Beispielsweise aus Frankreich habe ich nur wenige kennengelernt, ebenso wenige aus Portugal. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen und vielleicht sehen wir dich als Erasmus-Student hier an einer deutschen Universität. Bis dahin und wir sehen uns im nächsten Video.